Folge von Pokémon Unit. Wir haben gerade eben, also ich habe gerade eben in meiner jetzigen Session mit Pokémon Unit Zeraora durch. Jetzt kommt das nächste Pokémon an die Reihe. Mal schauen, wie das nächste so abgeht. So. Oh, Bisaflor. Das ist nice. Obere Lane. Ich spiele das natürlich so hier mit Ballglas, Muskelband und Body Barrier. Und vielleicht hat der ein oder andere schon festgestellt, dass ich eher für die physischen Pokémon alles auf 30 gemacht habe oder zumindest das meiste. Eigentlich spielt man Bisaflor auch mit Hyperheiler wegen Statusproblemen, ne, teilweise. Zum Beispiel Lamos seinen Schlaf sozusagen, ne, um den komplett zu negieren gegen Knuddeluff, gegen dieses Gesanggeschöpf. Oh, wir haben nur Nulpen außer Turtok im gegnerischen Team. Also würde mich wundern, wenn die was drauf haben. Weil Way to Go ist immer Fluchtknopf oder im Englischen den Eject-Button. Und ja, ich weiß, ich sollte einen Last Hit nehmen und bla und nee, einfach drauf da. Ups, nee, du hast ihn noch, gut. Glaub dir auch, ne? Danke, Zeraora. Das hast du sehr schön gemacht. Schön. Gigasauger. Ist Meta eigentlich, nimmt man auch Blättersturm, aber nehme ich halt für meinen Teil nicht. Ich nehme immer Solarstrahl, weil der auch gebufft wurde jetzt. Was macht man zu viert hier? Das ist sowas von nicht fair, Mann. Aber gut, mir soll es recht sein. Aber jetzt fangen sie unten eben auch so an. Und das ist halt so richtig disgusting. Danke. Jetzt müssen wir unten helfen. Ich bin noch nicht mal entwickelt. Was ihr auch machen könnt, ist so die gegnerischen Sachen hier ein bisschen klauen.
Ja, das war wieder mal ein Schuss in den Ofen, aber ich glaube auch, weil ich zu wenig gelevelt bin, kann das sein? Nö. Eigentlich nicht. Was zum Fick? Ja, war klar. Haben die den jetzt doch noch bekommen? Danke, Beast of Law ist on point. So. Yes. Diesmal habe ich mehr gemacht. Und ich bin auch kein typisches Bisaflor. Ich lasse meinen Leuten ihren Stuff. Ja, ich gehe doch da nicht rein. Sehe ich so aus? Wie schnell hatte der mich down? Zerora ist wirklich übelst broken. Aber ist okay. Selbst ihn kann ich auseinandernehmen. Wenn man mir die Zeit gibt dazu. So. Alles klar. Jetzt gibt's Pussy-Taktik. Alle auf einen. Ich mag so ein Verhalten überhaupt nicht. Ich mag so ein Verhalten überhaupt nicht. Ja, nehmt euch Dreadnought. Ist halt dumm. Bei Bisaflor musst du nur einmal falsch stehen. Oh, schön. Nee, das war jetzt weniger schön, Bruder. Ja, du gehst jetzt auch gleich down mit 50 Points. Ja. Fantastisch! Ach ja. Ja, was will ich tun? Ganz ehrlich. Klar, jetzt sagt der ein oder andere Schlaue, warum bist du nicht zurück heimgegangen? Weil das nichts gebracht hätte, groß.
Bisaflors größtes Manko ohne Blättersturm ist, dass er nicht mobil ist. Aber Blättersturm macht mir zu wenig Schaden. Ja, jetzt ist sowieso vorbei. Nee, warum? Ja, komm. Egal. Achtung! Mein Team ist einfach disgusting. In der ersten Hälfte irgendwo rumrennen, wo sie nicht sollen. Die Meta wissen die anscheinend auch nicht, also... Das ist sowas von stupid und sowas spielt Unit. Na. Will sonst noch jemand? Wow. Also das ist ein bisschen stupid, der Schaden. Ja, schön für dich. Ja, wieder verloren. Nee, nicht mal. Nicht mal so haushoch. Hätte ich jetzt dezent als schlimmere Niederlage empfunden. Ja, aber ich bin mit meinen 11 Kills auch sehr gut. Was haben die anderen hier gemacht? Also wenn Bisaflor, der eigentlich ja zum Teil einen tankigen Part abgibt so, oder beispielsweise eher ein Attacker ist, der die Leute umbringt und so. Und Glurak kann sowas von busted sein. Auch dieses Greninja, so, nee, vor allem Ding, 0 Kills mit dem Felinara. Ihr habt gesehen, wie broken das andere war. Also, ihr habt schon mehrere Felinaras in meinen Runs jetzt gesehen. Hier und, ja, keine Ahnung, komplett lost. Egal. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Charakter ebenfalls näher bringen. Wir sehen uns im nächsten Part. Tödlü.